So Leute, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 4. Wir sind bei Alles für deine Crew, Piraten gegen CP9. Wir dürfen uns jetzt wieder einen aussuchen, mit dem wir hier Radau machen. Ich bin halt mehr der Zoro-Typ. Jetzt würde sich wahrscheinlich auch Zoro oder Sanji anbieten, weil die ja jetzt gekämpft haben. ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示。この他国海賊団、お前らが生き方ところで結局何も変わらねえと思い知れ。CP9の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺には。 バスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それ王様、何が起こるか分かってるの？バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。 当時のCP9は、考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究と島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、小原の存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青キジによって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと。 望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ、 海賊ども！あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか？ ロビンの敵はよくわかった。狙撃軍。ん？あの旗打ち抜け。了解。必殺ファイアーバードスター。やりやがった。海賊たちが 世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。生きたいと言え。 望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。 So, jetzt dürfen wir endlich mitspielen. Ja, das war natürlich eine sehr epische Stelle im Anime, weil sie halt Robin um jeden Preis zurückholen wollten und sich eben mit der Weltregierung angelegt haben. Ne, Wachstumskarte brauche ich. Zorro. Volle Kraft Burst? Ich weiß nicht. Will ich das?
Drei Schwerter, Stil, 3000 Welten. Das wäre halt cool, ne? Spezialangriff. Angriff moderat hoch, ja. Das habe ich schon auf Maximum. Abwehr hoch, ach, wer braucht schon Abwehr? Panther Strike, oh, Panther Strike klingt gut. Gorilla Arme, den haben wir ja schon, den haben wir wahrscheinlich, oder hätten ihn dabei bloß verstärkt. Dann setzen wir, ich hätte den Spezialangriff ausrüsten müssen, aber die 3000 Welten haben wir ja sowieso, die sind jetzt wahrscheinlich einfach deutlich stärker. Ja, aber war Kati Fram nicht auch mit zum Tor der Gerechtigkeit gebracht worden? Nee, der kam später erst dahin, ne? Stimmt, der hat ja gegen Eule gekämpft. Jetzt habe ich hier angefangen. Lucky und Robin ziehen sich vorzeitig zurück. Ich muss gleich mal gucken, ob ich hier irgendwas ausmachen kann. So, wo ist der Anführer? Das Gebiet jetzt uns? Ne, der lebt immer noch. So. Wartet mal. Das leckt mir gerade ein bisschen arg. Ich mach mal ein bisschen was aus. Ich kann mir schon denken, was zieht. Ich weiß nicht, mein Firefox ist irgendwie nicht optimiert, habe ich das Gefühl. Der zieht nämlich gerne mal meinen ganzen Arbeitsspeicher weg und das führt dann dazu, dass es hier ein bisschen runterslowt. Aber gerade leckt es auch, wenn ich keinen an habe, dann habe ich keine Ahnung. Da muss ich mal irgendwie gucken, ob ich in den Einstellungen das Spiel vielleicht ein bisschen nachoptimieren kann. Damit es etwas leckfreier läuft. So, einfach hier an der Wand gerade mal. Ja, der eine fliegt raus, den anderen holen wir uns rein. Okay, haben wir. Zorro hat 3000 Gegner besiegt. Zorro hat alle besiegt. Da ist sogar der Anführer gleich mit dabei. Habe ich jetzt den Anführer mit erwischt? Steht hinter mir. So, das Gebiet gehört uns. Aber sind ja noch nicht ganz fertig. Okay. Ja, erfolgreich Frankie gerettet. War jetzt auch nicht so schwer. Kellerzimmer. Ja, das nehmen wir jetzt einfach ein, solange Frankie hier noch mit Ruffy und so redet. Ekyo und Jabura erscheinen, oder Jabura? Ich habe keine Ahnung, wie sich der spricht. Und war es nicht so, dass sie nicht... Die hatten doch nicht einen Schlüssel... die hatten doch keinen
Türschlüssel, wenn ich mich recht erinnere, sondern den Schlüssel zu den Handschellen. Meine ich mich zumindest, mich zu erinnern. Kann natürlich immer sein, dass ich einen Fehler mache, aber ich meine, die hätten die Schlüssel zu den Handschellen gehabt, weil jeder von der CP9 hatte einen Schlüssel gekriegt, damit niemand weiß, welches der echte ist. Ich meine, wie komme ich da nach oben? Chopper und Frankie rennen hier rum, aber hier ist Sackgasse. So, hier drüben sind sie irgendwo. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich mit jedem von euch einzeln abzugeben. Ich suche den Weg nach oben. Moment, da war eine Treppe. Geht mal gerade aus dem Weg, Leute. Ich habe das Gefühl, hier bin ich völlig falsch. Das ist nicht der Weg in den Dachgarten. Ich mach so den Zorro. Aber hier ist auch kein Weg hoch. Hä? Wie komme ich hoch? Ich meine, da vorne ist ein X eingezeichnet. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Geht mir einfach mal alle brav aus dem Weg. Okay, das X sagt hier längs. Und dann da längs und dann rechts rum. Oder ist das nur Ruffy? Nee, das war richtig, okay. Ah, hier geht's hoch. Okay. Minimap lesen können hilft. Alle aus dem Weg. Hier stehen gerade so schön ein paar aufgereiht, die kann man gerade mal umhauen. So, jetzt haben wir es. Wolfszimmer. Keine Sorge. Ich bin da. Und ich werde diese dämliche Giraffe erledigen. Ich hoffe, Sogeking hält durch. Eigentlich hat Zoro hier ja seine neue Technik ausgepackt. Speziell im Kampf gegen Eki. キリンの相手で手一杯だ。そっちは頼んだぞ。キュウトウリュウ。アシュラ。ならば最強の乱脚アマネダチで、お前を真っ二つにしてしまいじゃ。
Ja, das war die Ashura-Technik. Ashura. Was ist laut? Ich glaube, mein Laptop wird einfach bloß heiß. Oh ja, der ist ordentlich angewärmt. Also disconnected mein Controller. Ich spiele derzeit so viele Sachen mit Controller, mein Controller macht einfach Mist. Ich drehe jetzt mal. Ich habe hier meinen Ventilator stehen. Drehe ich jetzt mal ein bisschen auf, dass der mein Laptop mal ein bisschen mitkühlt. So. Hallo, Controller, würdest du bitte mitspielen? Macht immer das Geräusch, dass er sich connected hätte, aber macht nicht. Achso, der disconnected instant wieder. Das Kabel ist einfach kacke. Hat er sich jetzt connected? Ja. War ja nicht irgendwo noch der Wolf? Nicht gerade so doof? Ach, der bewegt sich darüber. Moment. Erstmal kurz wieder fit machen. Soll ich das Wolfszimmer kurz einnehmen? Ich meine, das Einnehmen wäre jetzt nicht das Schwerste auf der Welt. Oh, Lysop hat Probleme. Okay, dann kann ich das Zimmer leider nicht einnehmen. Sanji hat den Kampf mit Jabura aufgenommen. Ja. Ja. Da hat er ja das Teufelsbein benutzt, das erste Mal. Tja. So ging. Ah, so ging es schon wieder fitter. Dann hätte ich doch das Wolfszimmer einnehmen können. Ist ja auch mein Zimmer, ne? Leg dich nicht mit mir an. Welchen Charakter wollt ihr denn, dass ich spiele? Ihr dürft mir das auch sagen, wenn ihr. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Lysop sehen oder mehr Sanji oder mehr was weiß ich, dann mache ich das. Verdammt, jetzt hat er sich hinter mich bewegt. Aber ich habe ihn getroffen. Tja. Jetzt haben der Teufel und Ashura. Ist glaube ich auch eine Kriegsgottheit, ne? Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Wird auch gerne benutzt, der Name Ashura. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt hier fertig gemacht. Und warum sage ich, es wird gerne benutzt? Falls euch keine Beispiele einfallen, Ashura kam hier vor in One Piece. In Naruto hieß der eine Sohn des Weisen der Sechs Pfade Ashura. In Soul Eater war der Kishin, der böse Dämon Ashura. In Digimon gibt es einen Ashuramon. Und die Liste geht weiter. Und so machen wir das auch und rennen deshalb auch weiter. Kriegst du eine Nebenquest. Wenn ihr euch mit mir anlegt, bringe ich euch alle um. Das wollte ich bloß gesagt haben. Verpasst Marinekommandant und Co. eine Abreibung geht zur Säule. Ist zögernd. Frankie? Brauchst du für sie Hilfe? Oh.
Nebenmission. Verprügel Marinekommandanten mit Frankie zusammen. Das hier ist irgendwie so meine Lieblingskombo. Zweimal normal schlagen und dann zweimal schwer. Frankie ist wieder mit Cola gefüllt. Ja, den Kampf gegen Eule, da gab's nix, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass Eule komplett vernachlässigt wurde. Unterwasserpfad. Unterwasserpfad ist da, wo hier Dings lang gerannt ist. Ruffy. Und dann hat er die Tür mit Gear 3 kaputt gemacht. Was sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht enthüllen wollten, deswegen hat man nur gesehen, dass er sich halt auf den Finger beißt und die Tür da irgendwie sprengt. Aber man hatte noch nicht gesehen, wie. Und ich weiß noch, für mich sah das damals so aus, als hätte große Hitze die Tür kaputt gemacht hat. Deswegen dachte ich, er hat irgendwie eine Feuerform oder so, weil ja auch seine Gear 2 eben auf Hitze basiert. Aber tatsächlich war das, ich weiß nicht, ob das gewollt war, um die Leute zu irritieren oder ob es einfach nur mir falsch vorkam. Aber theoretisch kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach die Animatoren den Manga zu dem Zeitpunkt einfach nicht kannten oder das einfach auch noch nicht wissen sollten und weiß ich nicht. Und dementsprechend einfach selber nicht wussten, wie sie es darstellen sollen. Aus der Manga-Vorlage. Und dementsprechend halt dachten, das, was im Manga zerbrochen aussieht, soll verbrannt aussehen. Ich habe die Manga-Stelle leider nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es im Manga ist. Das sind jetzt einfach nur Ideen, was ich mir vorstellen kann, was sein könnte. Euer Unterwasserpfad gehört mir sowieso schon. Also, fast. Ruffy, du rennst weiter. Ben Dam löst aus Versehen einen Buster Call aus, ja. Es ist unglaublich, dass die den Idioten behalten haben, ne? Ich meine, klar, sein Vater war ein hohes Tier, Spendau, aber, nee. Den Idioten hätte ich rausgeworfen. Der hat auf der Gerichtsinsel einen Buster Call ausgelöst und dann sind die Leute trotzdem noch entkommen. Aber ich greife voraus. Schade, an der Stelle würde ich gerne Ruffy spielen. Aber an der vorigen Stelle möchte ich gerne Zorro spielen. Ich habe nicht das Leben, um den Kampf zu führen. Aber da vorne liegt ja noch Leben, also ich kann mich jederzeit auffüllen. Sorry, Rob. Da vorne liegt die Kiste mit der Heilung. So. Bastard,
Gorilla-Arme. Was? Die haben angefangen, den Besitzturm zu beschießen? Das geht doch gar nicht. Ist jetzt, weil er redet, die Kamera so komisch? Und mein Controller vibriert gerade wie blöd. Oh, deshalb, weil die hier die Tür öffnen. Für uns. Das Loch aus dem Turm schießen. Au. Oh, ich kann das auch in der Luft aktivieren. Das ist cool. Ich komme kaum hinterher. Du hast keine Chance, Rob. Ja, und jetzt kämpft plötzlich wieder Zorro hier mit. Den sie in der Cutscene zufällig vergessen hat. Ah, verdammt, die Reichweite war nicht groß genug. An deiner Stelle würde ich Ruffy mal in Ruhe lassen. Los, Ruffy. Bringen wir es zu Ende, aber du musst ihn kurz still lassen. Fuck, ich habe kein Leben mehr. Ich habe auch nirgendwo noch was positioniert. Au, okay, ich darf nicht in seine Nähe kommen, wenn er das macht. Das hat Reichweite. Oh, ich kann ihn, oh. Kann ihn hier in der Luft hauen. Ich
Fuck. Der hat uns echt fertig gemacht. Wir haben verloren. Wir haben das ganze Ding verloren, weil mir am Ende das Leben ausgegangen ist. Ja, wir wiederholen das beim nächsten Mal, Leute. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit One Piece. Pirate Warriors 4. Bis dann, euer Wolf.